Und damit willkommen zurück zu Pokémon Perl Randomizer Nuzlocke mit Retrofeuer hat ihr heute wieder. Uhu. Und ich bin gerade westlich von Route 205 den Fluss entlang geschwommen mit Surfer und hier gibt es einen Eingang zu den Augen von Flori, einen Hintereingang. Da gibt es ein wichtiges Item, was ich nämlich holen möchte. Deshalb bin ich kurz hierher gekommen. Das ist ein Wundersort, ist ja auch eine gute Attacke, um Pflanzenattacken zu steigern. Da ja natürlich dieses Item gleich mal für Tengu. Er hat zwar noch keine Pflanzenattacke, allerdings kriegt er dann bald eine. Daher werde ich da gleich nochmal einen Schnitt setzen. Ich suche aber ein ganz bestimmtes Item. Ein ganz bestimmtes Item. Vielleicht ist es das da. Genau, da. Ein Blattstein, um ihn weiterzuentwickeln. Das machen wir gleich. Erstmal ein Cut. So, ich bin jetzt beim Attackenerlerner und ich möchte erstmal Tengu Rasierblatt beibringen. Ich weiß nicht, ob er das noch erlernen kann, wenn er sich voll entwickelt hat. Daher nutze ich das nun jetzt. Dafür kommt dann Naturkraft raus, oder? Ja, was mit Wachstum? Obwohl, ja, Wachstum. Mit Rasierblatt braucht er ja kein Wachstum. Dann kommt erstmal Wachstum raus. Sonst hätte ich Wachstum drin gelassen, aber Spezialangriff ist jetzt auch nicht so... Ah, ja. Gut. Ja. Rasierblatt ist nun drin. Das heißt, er kann sich dann auch nun weiterentwickeln. Da setze ich direkt den Blattstein ein. Zack. Und... somit entwickelt er sich nun weiter, ist in seiner Endentwicklung und ist somit immer einiger stärker. Mit Tengu konnten wir ja in den letzten Parts nichts anfangen, aber jetzt ist er bombastisch drauf. Und damit hast du auch wieder ein Pflanzen-Pokémon. Und auch Unlicht, er ist auch Unlicht. Und Unlicht auch, genau. Genau. So, wir sehen uns an der Stelle wieder, wo wir den letzten Part beendet haben. So, am Ende des letzten Parts haben wir hier diesen Forscher besiegt und da geht es sogar noch weiter, da gucken wir erstmal lang. Das Schöne ist, dass unsere Pokémon auch komplett nun geheilt sind, da ich halt auch beim Pokécenter war. Und das ist die Backdoor, oder? Ja, genau, es ist die Backdoor, genau, hier geht's normalerweise durch, aber natürlich ist hier immer noch das verschlossen. Hier gibt's sogar den Gehschlüssel, sehr schön, dann können wir nun auch die anderen Türen endlich alle öffnen. Da bleibt noch ein Item. Ja, ich weiß, ich bin ja noch nicht ganz fertig. Hier ist auch noch ein Trainer, aber der will nicht kämpfen. Ich hab Galopp, der wird alle Pokémon entfesseln und dann... dann werden wir alles beherrschen. Danke, lieber Ritter. Und Matschbombe, sehr schön, eine schöne Giftattacke. Leider haben wir kein Gift-Pokémon mehr. Also nach aktuellerem Maßstäben ist es von den TP jetzt, ne? Ja gut, ich weiß ja jetzt inzwischen, was auch TPs sind in Schwert und Schild. Genau. Aber wir sind ja hier wohl noch in einem altmodischen Spiel, wo es damals noch eine aktuelle technische Maschine war. Und dann wurde er wohl ausgetauscht. Und das heißt, ist dieses Modell technische Platte und das andere Modell technische Maschine. Ja, aber ich bin mit diesem System aufgewachsen. Das ist immer noch... das ist, obwohl ich finde es eigentlich sogar besser, wenn man unendlich mal das einsetzen kann, also wie in der fünften Gen. Ich finde, das ist eine coole Mischung, dass es beides gibt. Ja, ist halt, ich finde es nicht schlecht, sagen wir es mal so, ich finde es nicht schlecht. Ja. Verschlüsselte Türen kannst du nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Wenn ich ein lustiger Bösewicht wäre, würde ich es dir verraten, aber ich bin nicht lustig. Oh. Und ein Trainerkampf endlich. Nun können wir die neue Power von Tengu mal ausprobieren. Juhu! Yay! Ein einziges Pokémon, ein Knackerack! Ja, mein. Ja. Da wechsle ich lieber dann doch gleich zu Mammut. Mammut, hell! Ah, nee. Du hättest ihn Mani nennen sollen. Nein, Mammut! Ich hab's ja erklärt, dass ich es nach einem Let's Player benannt habe. Ach ja, stimmt. Genau. Daher Mammut. Mani wäre natürlich auch cool irgendwo. Aber nein. Nein, Manni wäre nicht cool, weil wegen Manni aus Ice Age. Manni wäre cool wegen einem Teammitglied auf unserem Server. Nein, nein, nein. Ihr gebe ich ihr. Nein, nein, nein. Nicht. Also, das ist dann. Das ist ein Mammutell für mich zu schade für. Okay. Das hat es nicht verdient. Und wenn es weiblich ist? Nein, auch nicht. Okay. Mammutell ist einfach zu cool dafür. Selber schuld.
Schöne Grüße gehen raus. Wird eh nicht den Bart angucken, aber vielleicht werde ich sie dazu zwingen. Ja, ich kann manchmal sehr, sehr fies sein. Ja, ich bin da schon lange hinterher, dass sie mal Star Trek anguckt. Ja. So, hier mal ein Supertrank für dich. Und dann geht es direkt weiter. Also, der Trainer war gut machbar. Und hier ist der Nächste, der hier herumtanzt. Na, was tanzt denn hier so herum? Na, was tanzt denn so Schönes? Ein Eindringling? Ja, ich bin ein Eindringling. Das stimmt. Ich gehe hier gerne rein. Und rein und raus, soll ich sehen. Also, das ist wie mein zweites Zuhause. Und du hast einen Schwalbers. Warum hast du so ein Pokémon, welches nicht für Tengu gut ist? Mann. Dann muss ich ja jetzt auch nochmal wechseln. Mensch, wie kann er denn nur? Ja, echt, ey. Ich will hier Tengus Power ausprobieren und dann klappt das nicht. Oh, du bist voll in Not. Voll in Not bist du. Voll in Not bist du. Ja gut, gegen Aaron bist du vielleicht wirklich in Not. Vielleicht. Ja. Na, war ein Volltreffer. Hättest du mich Notsituation weiterhin einsetzen können. Aber das war aber nichts. Besiegt ist es. Ein Satz mit X, das war aber nichts. Richtig. So, nächstes Pokémon. Was wartet auf uns? Ein Ditto. Und jetzt werde ich angeschrieben. Wer schreibt mich denn jetzt hier an? Vielleicht Jonas? Ja. Kann er nur. Mensch. Warte, ich arbeite schon dran. So, ich habe schon geantwortet. Ich habe schnell geantwortet. So, was kam denn jetzt? Jetzt habe ich. Ich hätte gerade eine Maßnahme verzogen. Was kam denn jetzt? Ich habe. Ditto. Ditto, richtig. Ja, da kann ich doch mal Tengu einwechseln. So, Ditto ist auch mal ein schöner Gegner. Allerdings muss er erstmal eine Runde aufbrauchen, um anzugreifen. Daher erstmal Rasierblatt, wir sind eh schneller. Oh, endlich haben wir auch eine Pflanzenattacke. Daher habe ich das schnell auch gemacht. Ich war nämlich im Untergrund, habe eine Herzschoppe geholt. Und dann habe ich sogar im Untergrund noch einen Donnerstein bekommen. Mhm. Den ich natürlich auch im Beutel reingelegt habe. Und dann halt schnell in den Augen von Flori. Zwar müssen wir da generell eigentlich doch hin, da haben wir auch einen neuen Encounter bei der Feuerrio-Hütte. Allerdings, ja, wir sind halt jetzt hier im Team Galaktik Hauptgebäude. Daher ja. Machen wir das erstmal vielleicht, wenn wir danach zur Feuerrio-Hütte gehen. Nur ich brauchte diesen Blattstein. Und ich hatte jetzt keine Lust, die ganze Zeit im Untergrund herumzugraben. So, hier kommen wir auch nur mit dem G-Schlüssel weiter. Den setzen wir direkt mal ein, dann können wir hier durch. Hier liegt auch ein Item, das ist die TM 21 Frustration. Es geht aber hier nicht weiter. Was da nun machen? Wir gehen wieder zurück. Richtig, wir gehen zurück. Zurück. Denn an dieser Stelle geht es dann hier weiter. Wir haben ja jetzt den G-Schlüssel und den können wir natürlich auch hier einsetzen. Und somit sind wir nun im zentralen Gebäude. Das war ja eben nur eine Abstellkammer, so wie ihr seht. Nein! Ich hätte hier einen Doppelkampf machen können. Ach Mann, ey. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Hätte ich schön Tengu und Mammut einsetzen können. Aber naja. Vielleicht ist es auch ganz gut so. Ein Papyro. Oh, schöner Gegner. Allerdings wieder nichts für Tengu. Mann! Tengu, du hast kein Glück. Du hast heute kein Glück. Ha! Da, Pingu, komm du mal her. Wir haben jetzt ja, seitdem auch Mau raus ist, nur noch ein Wassertyp im Moveset. Oder generell im Team. Haben wir es auch mal. Nein! Oh! Du Killer! Das war knapp! Volltreffer und Pingu wäre weg gewesen! Da gehe ich jetzt kein Risiko ein, ich wechsle sofort zu Dragon. Das mache ich hier nicht mit. Das machst du nicht mit. Killt er hier meinen Pingu fast? Wie kann er nur? Und das ist noch die zweite Entwicklungsstufe. Wäre es ein Panferno gewesen, dann. Ui. Ich will mir nicht ausmalen, was sonst passiert wäre. Totale Vernichtung. Setz ich mal Fliegen ein, das ist, denke ich mal, die stärkste Attacke jetzt hier. Obwohl.
Feuerodem wäre auch nicht schlecht gewesen. Naja, macht natürlich wieder Nahkampf. Das Gute ist, obwohl seine Verteidigung und Spezialverteidigung ist gesunken, aber nicht der Angriff. Richtig, richtig. Ja, es ist besiegt, ein Glück. Ach, der hat schon den Kampftyp auf der zweiten Entwicklungsstufe. Das ist ja interessant. Ja, Hugo hat ja auf der zweiten Entwicklungsstufe nur den Wassertyp gehabt. Ja, so kann sich das ändern, ne? Oh, Zelf. Okay. Dann setzen wir mal Tengu ein. Psycho-Attacken haben nun keine Wirkung mehr. Leider haben wir keine Unlicht-Attacke, aber es ist ja nicht so schlimm. Nö. Nee. Und somit kriegt dann Tengu auch sein nächstes Level ab. Okay, dann schauen wir mal, wie viel Rasierblatt abzieht. Och nee, mach keinen Miesen hier. Das ist jetzt aber sehr unfair. Setz einfach Gena ein. Ja, und Rasierblatt reicht natürlich nicht. Ah, ich möchte nicht, dass er schläft. Daher rüber mal zum Mammut. Wechsle ich einfach zwischen den Beinen mal wieder aus. Ist ja auch nicht so schlimm. Nee. Ausdauer hätte er eingesetzt. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Greif ich mal mit Blizzard an. Mal schön aufs Ganze gehen. Ah, shit. Wehrt die Attacke ab. Konfusion. Wie viel zieht das ab? Ich denke mal nicht so viel. Ja, das geht eigentlich. So, nochmal Blizzard probieren. Ja, Ausdauer kannst du ruhig machen. Habe ich kein Problem mit. Blizzard wird dich eh nicht killen. So, eine sehr schöne, starke Eisattacke, die wir nun auf Mammut haben. Und ja, macht schön Schaden. Ich mach mal weiter mit Eisern. Ah, der macht weiter Ausdauer. Ja, du willst einfach nur deinen Untergang ein bisschen auszögern, ist mir egal. An sich macht das Hilfe. Ich dachte, das wurde Achso, jetzt wird es da einfach verwendet, das Hilfe. Ja. Aha. Ja, es hatte ich schon mal. Ja, das weiß ich, aber. Ja. Es wurde also doch nochmal gefangen, oder? Und was geht. Das wird für immer verwirrender. Ja. Bei Team Galactic. Ja. Echt, ey. Oh, Level 38, sehr schön. Ah, da können wir doch gleich mal Mammut mal nach vorne packen. Ach, schade, dass es kein Doppelkampf geworden ist. Das ärgert mich. Brauchen wir, ja, für Pingu. Hypertank hier. Und normalen Trank für Mammut. Obwohl, haben wir noch einen normalen Trank? Nee, haben wir gar nicht mehr. Mies. Habt ihr gar nicht mehr. Ja, muss ein Supertrank her. Mit 30 KP. So, hier mal bitte nach vorne. Zack. Und der nächste. Und dann sind wir auch schon ordentlich weitergekommen. Ich denke mal, im nächsten Part werden wir mal hier die Bosse herausfordern. Das werden wir, denke ich mal, in diesem Part nicht mehr schaffen. Obwohl, mal sehen, wie gut wir jetzt hier noch vorankommen. Ha, schön, dass ich Mammut. Obwohl, na gut. Na, ist an sich Sache. Einerseits wegen Bohnen ganz. Ach, wir haben doch keine Bohnenattacke. Stimmt. Ah, oh, das ist ja doof. Ha. Muss ich wechseln. Aber Tengu wäre auch nicht gut gewesen. Pingu, komm du mal nach vorne. Du machst das. Body Slam. Nicht sehr effektiv. Aber warum hat er keine Feuerattacke eingesetzt? Das macht gar keinen Sinn. Aber gut, Team Galactic ist vom IQ auch nicht gerade weit oben. Nee. Muss man halt so sagen. Ja, genau. Wer sich schon solche Anzüge hier anzieht und die Haare so hellblau färbt, was komplett bescheuert aussieht. Ja, richtig. Wobei, sie lassen sich ja in der Serie doch ein bisschen schlauer noch aussehen. Sie setzen sich ja noch mal einfach eine Brille auf. Ja. So, Gise, komm du mal vor. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welches Pokémon kommt. Ah, Sunflora. Ich wusste nur, Pflanzen-Pokémon kommt. Aber Sunflora ist jetzt hier auch kein Gegner. Kriegst einen Feuerschlag ab. Gib die Faust her. Zack. Und dann tschüss. Ja, an sich ist diese Passage hier sogar relativ langweilig im normalen Spiel, da halt immer dieselben Pokémon kommen. Immer Gift, immer Unlicht. Ja. Das ist sehr, sehr nervig, diese Team Galactic-Passage hier. Allerdings ist das hier nun anders. Okay, hier gibt es noch ein paar Teleporter, nutze ich die mal.
Ist hier ein verstecktes Item. Aber hier in der Randomizer wurde das dementsprechend. Oder ist es halt dementsprechend nicht so nervig, was ich auch sehr, sehr gut finde. Wo ist denn das Item? Hä? Hier war doch gerade ein Item. Wo ist es denn? Ja. Ach, da drüben. Da drüben ist es. Ja, klasse. Und hier der Teleporter. Moment, der wird mich wahrscheinlich weit. Wo hier. Hier ist auch noch was. Ah, ne, dann geht's wohl da drinnen weiter. Dann gucke ich mal hier. Vielleicht komme ich da zum Item hin. Nee. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ah, doch, ja, was zum Item. Nun? Ja, es ist so verwirrend hier. Ein Top-Beleber, den wir überhaupt nicht brauchen. Den kann ich verkaufen. Kann ich verkaufen, den Scheiß? Der ist nutzlos für mich. Er ist kein Geld wert. Ah, doch, ich denke mal, da kriege ich ein bisschen Kohle von. Ist ja an sich ein seltenes Item. Ja, ein Top-Beleber. Der Name sagt aus, er kann ein Pokémon beleben, aber nicht. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwie bleiben die Pokémon einfach dabei tot. Ja, irgendwie schon. Irgendwie ist das Item verbuggt. Ja. Oh, ein Eneko. Ist ja süß. Los, Mammut. Mammut. Aber ich muss sagen, Eneko bzw. Enekoro, die Weiterentwicklung, war es Enekoro oder irgendwie ja, so? Eneko und Enekoro, genau. Genau. Hatte ich ja selber trainiert. Und mit der Fähigkeit, dass jegliche Attacke zu normal wird, somit eine Step-Attacke wird, ist das Pokémon sehr, sehr geil. Ja. Ich hab da schön Zertrümmerer und so alles eingesetzt. Also, Koro hätte hier noch im Team wirklich eine Chance gehabt. Wäre nicht diese scheiß Isso gekommen. Ist so. Ja, das hat Koro komplett zerstört. Was ich. Das ist einer der wirklich tragischen Tote bei mir. Gut, generell jeder ist tragisch bei mir. Ich trauere hinter jedem nach. Letztens Jahr Magnus, ja. Der von uns gegangen ist. Davor Born, Icebreaker, Koro, Rio, Lasho. Ich glaube, das waren alle. Das waren alle, sagst du. So, dann geht es hier nun weiter. Wo sind wir nun? Ach, hier können wir uns nochmal ausruhen, nochmal schlafen gehen. Also wir benutzen. Ja, dann ruhe ich doch nochmal aus. Die Betten von Team Galactic sind. Ah, die stinken aber ganz schön. Puh. Echt? Die haben. Wonach denn? Naja, nach Schweiß und so. Also die haben die Betten schon länger nicht mehr gemacht. Ah, ein ja. Doppelkampf, sehr schön. Koro, sag ich schon. Tengu und Mammut sind nach vorne. Daher, beide mal her. Stimmt, Blizzard kann ich ja auch beide angreifen, oder? Ja. Sehr schön. Blizzard ging das. Oder alle drei, also auch Tengu. Nee, aber das siehst du dann doch auch. Ja, ich versuche schon mal einen Plan zu entwickeln. Schon vorneweg. Ein Phenontor und ein Parasect. Ja, Phenontor ist Eis, Parasect würde unter Eis komplett sterben. Das ist ja schon mal. Phenontor ist aber selber ja Eis. So, ah, ich setze trotzdem hier Blizzard. Ja, guck beides. Sehr schön. Das eine, was war das für eine Attacke? Die vierte? Auf dem vierten Slot? Hagelsturm vielleicht? Nee, von Tengu. Ach, von Tengu, das war Sonntag. Ah, Sonntag, ja, okay. Also Sonnentag, nicht Sonntag. Ja, ich meine. Parasect macht sie vom Acker, das ist ja schon mal etwas. Ja. Sind beide ein super Team, finde ich. Ja. Ja, vor einigen Parts waren beide noch nicht im Team. Da sah das Team noch komplett anders aus. Ja. Aber so schnell kann das passieren. Ändern. Genau. Ja. Ein Gastrodon. Oh, das ist doch Bodenwasser da. Uiuiui, das da. Ja, richtig. Bodenwasser. Da ist doch Rasierblatt genau richtig. Ach ja, geht da auch auf beide. Ja, ja, gut, dann ist es ja wirklich ein super Zombie-Ding. Ah, Gastrodon kriegt auch schon ordentlich an. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt sind beide besiegt. Hey, wir rocken das Ding hier. Wir rocken das Ding. Guck mal, so will man es doch haben. Einfach natürlich. Spielen. So wie das bei mir so fast immer abläuft. Oder ja. Was später auf jeden Fall ablaufen wird. Beide besiegt in einer Runde. Obwohl von unter zwei Runden, aber ja, muss ja keiner wissen. Das zählt nicht. Richtig. Das ist egal. Ein Pikachu.
Schade, dass ich keine Bodenattacke habe. Ja, aber wir kriegen es auch so hin. Und noch ein Abi-Döffel. Also ich glaube, einen Doppelkampf habe ich noch bisher noch nicht so gut hier hinbekommen im gesamten Let's Play. Ja. Und das Schöne ist auch, dass Blizzard die ganze Zeit trifft. Das ist super, ist das. Das war jetzt Blizzard nicht die komplett hohe. Ah doch, ja, jetzt bei Pikachu. Ja, passiert. Oh, Doppelschlag. Macht das viel Schaden? Ja, das macht viel Schaden. Oh oh. Ich glaube, es ist auch sehr effektiv, kann das sein? Nee. Nee, normal. Okay, nur Agilität, das geht ja. Gerade habe ich schon so ein bisschen Angst bekommen. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber jetzt kommt Rasierblatt. Ich hoffe mal, Ambidipfel wird besiegt dabei. Mhm. Und Pikachu, ja, um Pikachu müssen wir uns dann noch kümmern. Oder? 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 Ui! Ah, Volltreffer! Volltreffer! Hey, also, der Volltreffer ist ja gar nicht mehr so hochgehoben, oder war es damals noch gar nicht so hoch? Ey, perfekt. Aber der wird farblich betont, weißt du? Ach so, ja. Nee, weißt du gar nicht. Das ist, der ist halt Omega Rubin. Dann weiß ich es halt nicht. Weißt du halt, das halt gar nicht. Ich wollte einmal mal schlau wirken. Aber das weißt du gar nicht, weil ich weiß ja, dass du das Spiel nicht gespielt hast und Sonne und Mond hast du nur kurz angespielt. Puh. Er macht mich in meinem eigenen Let's Play fertig. Ja. Zerstörung! So, ne, weißt du was? Ich habe keinen Bock, Heil-Items einzusetzen. Ja, komm, das ist ja nur 3 Meter, von daher. Richtig. Hin. Schaffst du es? Ja, krieg ich hin. Kannst du eigentlich mit dem mit den Analog-Trigger? Nee, ich laufe mit dem Steuerkreuz. Okay. Hier kann man ja auch nicht schräg laufen, daher macht es ja auch keinen Sinn. Nö, macht's auch wirklich nicht. So, wir haben 3 Teleporter, nutzen wir den mal. Echt? Da gibt's hier hinten noch ein Item wahrscheinlich. Nein? Hier ist irgendwo in der Nähe eins. Aber auf einer Seite, wenn er. Ja, wahrscheinlich. Oder? Ja, da. Na toll. Egal. Olaf, vielleicht komme ich da jetzt auch hin. Das kann ja sein. Mal sehen. Wirklich? Ja. Aha. Einerseits hier ist Item. Ey, komm jetzt hier. Ein Sonnenbonbon. Oh, ein Sonderbonbon. Die Sonderbonbons verteile ich eventuell vor der Liga, weiß ich noch nicht. Ein Elixier, das ist auch für später wichtig. Richtig. Gerade dann später in Top 4, da sind solche Items überlebenswichtig. Ja. Ach ja, so. Das ist ja. Oh, hier geht's dann jetzt ab. Und wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, also ich möchte den Part nicht frühzeitig beenden, also dann let's go. Dein Part, Retro. Ich verstehe. Du musst der Trainer sein, von dem ich gehört habe. Der närrische Trainer, der glaubt, Team Galactic aufhalten zu können. Allerdings hätte ich nie gedacht, dass du noch ein Kind bist. Unsere Commander hatten ziemliche Probleme mit dir. Habe ich gehört. Ich weiß, warum du hier bist. Ich kann es in dir spüren. Es geht um Selfe, Vesprit und Turbut. Stimmt's? Du willst sie retten. Ich brauche sie nicht länger. Sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Wenn du sie unbedingt retten willst, bitte, mir ist es gleich. Damit ersparst du mir die Arbeit, sie selbst zu beseitigen. Allerdings muss ich sagen, du bist schon erstaunlich. Diese Pokémon haben mit dir doch überhaupt nichts zu tun. Und doch willst du sie retten. Warum? Aus Mitleid? Welch nutzlose Emotion. Unlogisch. Irrational. Mitleid und Barmherzigkeit sind Produkte des schwachen menschlichen Herzens. Diese jämmerliche Sensibilität oder Sentimentalität. Ach, das andere Wort kann ich aussprechen. Sentimentalität. Ach, ist auch so ein Schwachsinnswort, brauche ich gar nicht wissen. Hat das alles hierher gebracht? Du wirst es doch bereuen, auf dein Herz gehört zu haben. Oh, jetzt haben wir hier noch den Bosskampf, so ihr sehen. Den Bosskampf Kampf Version 1. Gegen Galactic Boss Cyrus und er fängt an mit einem Hariyama. Und das kann ordentlich schon reinhauen. Wir müssen auf Level 40. Oh je, je. Ich krieg einen zu viel. Folgendermaßen. Nein. Mit Mammut kämpfe ich jetzt hier nicht. Warum? Wir wechseln. Eis ist super. Eis? Hä? Warum Eis? Der ist doch normal, oder nicht? Ah, nee, war das umgedreht? Nee, das ist doch, das ist ein Kampf-Pokémon. Nein, das ist ein Kampf-Pokémon?
Das ist ein Kampf-Pokémon! Scheiße! Ich dachte, das ist normal! Nein, das ist ein Kampf-Pokémon! Oh! Ein Glück hat er nur Riechsalz oder so eingesetzt. Ja. Dann sofort zu Dragon rüber. Es ist ein Kampf-Pokémon, deswegen Eis ist sehr effektiv. Eis ist gegen Kampf sehr effektiv? Ja! Seit wann? Das gucke ich jetzt genau nach. Vielleicht haben die irgendwas geändert, aber... Poke-Wiki. Dann haben wir hier Haridama. Das wäre mir nämlich komplett neu. Aber kein schlechtes erstes Pokémon. Nee, Multiplikator mal 1, aber hat Hariyama wirklich nur Kampf? Soweit ich weiß. Nee, also ist Eis gegen Kampf nur normal effektiv. Vielleicht auch das. Weil. Das wäre mir komplett neu. Aber wir haben es besiegt. Ihr habt es besiegt, okay. Wie kam ich denn? Genau, Fee und Psycho und Flug war zweifache Wirkung. So war das. Ach, jetzt ja. Bin ich auch verwirrt. Dennis, ich bin sehr verwirrt. Kannst du gerne sein. Aber du hast mich gerade komplett aus der Bahn gebracht, so gesehen. Weil das hätte mein ganzes Pokémon-Wissen durcheinander gebracht. Gegen Kampf ist halt in dieser Generation nur Psycho und Flug. Ja. Oh. Retro, Retro, Retro. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Naja, ich bin nun auch nicht mehr der Jüngste. Ich kann mich doch auch mal täuschen. Das stimmt. Und wir haben hier mittlerweile eine Anzahl von Pokémon, die eine Zahl von 1000 kratzt. Das stimmt. Daher ist es dir verziehen. Es war ein kleiner Schock für mich kurzzeitig. Aber es ist überstanden. Ja, immerhin. Ja. Okay, wir kratzen an der 900. Aber okay. Es ja. sind auch viele Pokémon. Level 38 bis gegen Level 43. Ein Glück haben wir Rasierblatt, was eine vierfache Effektivität gegen Morlord hat. Ich glaube, Morlord hat ja auch noch den Bodentyp, oder? Bin ich auch gerade der Meinung. Morlord. Ich glaube auch. Auf jeden Fall zieht es sehr, sehr viel. Ja, es muss vierfach. Ja, doch. Denke schon. Allerdings hat er überlebt. Ja gut, es sind ja auch 5 Level Unterschied. Also es ist sehr, sehr krass. Da bin ich froh, dass wir wirklich Pokémon haben, die da was gegen machen können. Oh, jetzt kommt der Erdbeben. Ja, der hat Bodentyp. Da bin ich auch froh, dass ich jetzt am Anfang des Parts noch mich um Rasierblatt gekümmert habe. Oh, oh. Huiuiui, war ein Volltreffer. Uff. Aber ich gehe jetzt ruhig mal ein bisschen Risiko mit Rasierblatt. Achso, er setzt einen Supertrank ein. Okay. Aber das heißt, er hat eine Runde, in dem Sinne immer noch in den gleichen Schaden wieder anrichten. Richtig. Aber vielleicht mache ich jetzt auch einen Volltreffer, dann gehen wir nochmal auf Nummer sicher. Nicht, dass er jetzt irgendwie noch eine Prioritätsattacke oder so hat, die mich dann umhaut. Aber das sieht er. Oh. Ah. Oh. Und? Ja, passt. Okay, gut. Kampf haben wir gut überstanden. Im das nächsten Part. Ja, das war's dann schon. Das geht so schnell. Ja, weil wir gute Antworten auf die Fragen von Boss. Galactic Boss Cyrus hatten, so gesehen. Ja. Level 39 noch am Ende. Sehr schön. Ich Somit auch. Ist Tengu auch endlich am Level der anderen angekommen. Im nächsten Part geht es dann weiter. Mal sehen, was Willst Cyrus hier. Willst du nicht zu Ende sprechen? Nein. Hier geht es im nächsten Part weiter. Cliffhanger und so. Bye bye. Ciao.